Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unseren gemeinsamen Betrachtungen und unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen von Rudolf Steiner, die veröffentlicht wurden in den Jahren 1924 und 1925. Wir kommen nun zu der letzten Anmerkung und werden danach kommen zu den letzten drei Leitsätzen, die veröffentlicht worden sind in der GA 26, die veröffentlicht wurden im April 1925 und die von Rudolf Steiner offensichtlich kurz vor seinem Tode noch in den letzten Wochen des März 1925 verfasst worden sind. Diese Anmerkung, die wir ja nummeriert haben und die Nummer 34 hier erhält, hat und trägt den Titel Von der Natur zur Unternatur. Und wir können es aus diesem Gesichtspunkt aus betrachten als eine Warnung Rudolf Steiners, eine Art Vermächtnis in dieser Betrachtung der Leitsätze, dass wir verstehen können, dass die Menschheit damals schon stand vor einer großen Gefahr, sich ganz dieser Ahriman-Sphäre hinzugeben, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Art, die Welt zu denken. Dass Rudolf Steiner ja auch vieles aus der Zukunft wissen konnte, wie die Entwicklung der Menschheit gehen will und welche Gefahren möglich sind, wenn die Menschheit diesen von der göttlich-geistigen Welt gewollten Entwicklungsgang nicht geht, sondern sich mehr und mehr mit der Ahriman-Sphäre verbindet. So möchte ich in der Darstellung dieser Anmerkung 34 das auch noch einmal verdeutlichen. Diese Frage, was Rudolf Steiner damit als eine Warnung vor uns hingestellt hat, und wir müssen ja leider auch sehen, dass wir in der Gegenwart als eine Menschengemeinschaft, als die Gesamtmenschheit ja sehr weit in eine Verbundenheit mit der Unternatur gekommen sind, wenn auch viele Menschen, freie Menschen, den Weg wieder gehen zur Geistverbundenheit. So gibt es Darstellungen Rudolf Steiners, was mit dem Begriff Unternatur gemeint ist. Dass also aus dieser Anschauung der Wissenschaft von Geist, wir ja sprechen von der Erdensphäre, der sinnlich-physischen Welt und darüber liegend für die sinnliche Wahrnehmung unsichtbar die elementare Welt, die Seelenwelt und Geistesland, das niedere und das höhere Devachan. Dass wir also über der Natur haben die geistige Welt und dass in dieser geistigen Welt wirken die Kräfte geistiger Wesen und dass wir aber in der Erdensphäre mit der Natur verbunden sind, die Natur, die durch diese höheren Kräfte, die in dieser Übernatur wirken, zu Leben gebracht werden. Dass wir also, wenn wir diese Bilder und Lebenskräfte ansehen, die Ätherkräfte, wir haben einen Lichtäther, einen chemischen Äther und einen Lebensäther. Es gibt verschiedene Darstellungen, wie ja diese Ätherarten auf das Pflanzenwachstum, auf das tierische Leben und auch auf das menschliche Leben wirken. Und Rudolf Steiner sagt nun und stellt nun dar, wie die Kräfte der Widersacherwesen, des Luzifer, also der luziferischen Wesen, der arimanischen Wesen und assurischen Wesen von den höheren Göttern, von den Engelhierarchien, den berechtigten guten Engelhierarchien hinabgebannt wurden in eine Welt, die unter der Natur liegt. Dass also das, was Licht
ist, was Lichtäther ist, hinabgebannt wurde unter die Natur in eine Sphäre der unterphysischen Astralwelt. Es ist die Materie, verdichtetes Licht, und wenn es weiter verdichtet wird, wird es Elektrizität. So ist es in das tiefste hinein verdichtetes Licht, die Elektrizität. Es ist eine Sphäre des Luziferischen. Und der chemische Äther, also das Organende, das Organisierende des chemischen Äthers, ist hinein verdichtet unter die Natur in ein unterphysisches, niederes Devachan, in den Magnetismus, das, was wir als Magnetismus in der Welt erleben, zum Beispiel bei der Funktionalität der Elektromotoren. Dann haben wir dort hineingebannt das Gebiet des Ahriman. Und noch weiter hinuntergebannt ist der Lebensäther, das Leben, dem physisch Toten, der physisch Toten Materiegebende, ist hinabgebannt in noch eine tiefere Ebene. Der obere Devachan ist das Gebiet der Asuras. Es ist eine furchtbare Vernichtungskraft, wird es genannt. Es wird allgemein angenommen, weil es von Rudolf Steiner damals keine Hinweise, die überliefert sind, gibt, dass es sich um die Kernspaltung handelt. Und so können wir das betrachten. Es gibt die Natur, in der wir leben. Es gibt die Übernatur, in die wir durch übersinnliche Wahrnehmung, durch eine Erweiterung unserer Bewusstseinsfähigkeiten kommen können. Und es gibt eine Unternatur, in der die Menschheit heute rapide versinkt in diese Unternatur von Elektrizität, Magnetismus und fürchterlicher Vernichtungskraft, wie es genannt wird, dass wir uns also mit unserem Bewusstsein an dieser Weggabelung befinden, dass wir, wenn wir immer mehr uns nur mit elektrischen und magnetischen und kerntechnischen Fragen beschäftigen, uns immer mehr entfernen mit unserem Bewusstseinsinhalte von der überphysischen Welt mit der göttlich-geistigen Welt. Wir können das auch betrachten, insofern, dass die Erde als eine Erdoberfläche, auf der wir leben, auf der sich das Leben der Pflanzen, der Tiere, der Menschen entwickelt, leben, und dass die Erde hinein in die Schichten der Erde bis zum Zentrum Schichten bildet, in den hineingebannt sind die Wesen, und dass es das ist, was man als eine Fahrt in die Hölle bezeichnet, wenn der Mensch durch diese Schichten gehen muss, dass es also mehrere Schichten gibt, in denen sich das manifestiert, was als Böses auf der Erde wirkt. Das kann man auch in diesem Zusammenhang mit der Unternatur betrachten. Es ist dieser Hinweis darauf, dass es der Mensch, ja, geht seinen Entwicklungsgang, dass wir in dieser vierten Inkarnation der Erde sind, dem vierten Entwicklungsschritt der Erde, und dass wir kommen sollen in den zukünftigen drei Entwicklungsschritten bis zum siebten Entwicklungsschritt, bis der Mensch ein wirklich freies, vollständiges, unabhängiges Geisteswesen werden kann. Dass Ahriman versucht, eine sogenannte böse achte Sphäre zu bilden, die vollständig getrennt ist von der geistigen Welt, indem der Mensch nur noch als ein Automat, wie Rudolf Steiner sagte, dass als wie ein Zahnrad in einem Getriebe nur noch wirken soll. Also eine achte Sphäre vollständiger Gottlosigkeit, als das, was wir uns als das Ziel Ahrimans für die Unternatur vorstellen können. Und dass diese Frage, wie der Mensch die Welt denkt, welchen Weltbilde er folgt in seinen Denken, Fühlen und Wollen, ist auch die Frage, in welche Richtung wir uns als Menschheit entwickeln. Wenn wir die Menschheit so sehen, dass wir nur Materie sind, höher organisiert, dass wir denken, die Welt nur mechanisch, chemisch, genetisch, dann denken wir die Zukunftsentwicklung auch in diesem Richtung, in die Unternatur hinein,
Ich zitiere dazu Rudolf Steiner aus der GA 266. Der moderne Materialismus, der die Welt in Atome zerlegt, in physisch-materielle, was will er und tut er? Sündenkräfte will er verewigen, denn Materie ist verdichtetes Unrecht. Insofern, dass das, was wir als Materie denken, es ist, dass es hineingebannt ist in eine Sonderung von der geistigen Welt. Das Materielle muss sich ja durch spirituelle Entwicklung wieder in Geist auflösen. Die Zukunft der Menschheit ist die Erlösung der Materie. Wenn wir uns aber hineindenken, nur noch, dass wir wären, die arimanische Anschauung der Materie, dann können wir nicht zu diesen Erlöserwesen werden. Es ist die Gefahr der arimanischen naturwissenschaftlichen Welt- und Menschenanschauung, die uns mit dieser Anmerkung nahegebracht wird. Ich zitiere aus der GA 350, denn tatsächlich die äußeren Dinge, die heute auftreten, das überhandnehmende Elend in der Welt, das in der nächsten Zeit viel, viel stärker werden will, weil die Menschen durchaus nicht mit ihren Gedanken irgendwas Geistiges aufnehmen wollen, denn zuerst muss man die Sache wissen. Dieses Elend rührt eben davon her, dass man sich eben nicht einlassen will darauf, irgendetwas über die Wirklichkeit zu wissen, also die der Übernatur. Und man kann über die Wirklichkeit nichts wissen, wenn man nicht eingeht auf das Geistige. Und so tritt diese Entwicklung der Menschheit, die sich ja beschleunigt hat in den letzten 99-100 Jahren, dass also immer mehr elektrifiziert wird. Wir arbeiten, wir durchdringen den Lebensbereich der Menschen mit Elektrizität, wir entwickeln mechanische Automobile und Flugzeuge, wir entwickeln Computer und künstliche Intelligenz. Es ist also eine Entwicklung in eine Unternaturtechnologie, in eine arimanische Technologie. Es wäre auch möglich, und es hat diese Impulse gegeben, einer moralischen Technik, einer lebendigen christlichen Technik, die mit den Bildekräften, mit den Übernaturkräften arbeitet. Die wurde bisher verfolgt und ausgemerzt, damit das nicht passiert von dem herrschenden arimanischen System. Und so möchte ich das hier noch einmal zu Bewusstsein bringen, dass wir eben, weil wir das ja von der Schule und der veröffentlichten Darstellung der Welt ja so diese sündenhafte Anschauung des Atoms haben, als es rein physisches oder eine rein energetische Angelegenheit, die nichts mit einem etwas Übernatürlichen angeblich zu tun hat. So sieht man aus der Wissenschaft vom Geist, wie den Darstellungen Rudolf Steiners, ich zitiere die GA 120, den Aufbau der Materie anders. Jede Materie auf der Erde ist kondensiertes Licht, wie zuvor dargestellt, aus dem Lichtäther. Wo Sie hingreifen und eine Materie anfühlen, da haben Sie überall kondensiertes, zusammengepresstes Licht. Materie ist ihrem Wesen nach Licht. Es ist also diese Darstellung, dass wir erkennen können, wenn wir wollen, dass was uns umgibt, Werkwelt ist der göttlich-geistigen Welt, der geistigen Kräfte. So ist auch das Atom und die Materie ein Zusammenwirken verschiedener Kräftearten. Wir müssen der Natur wieder das Moralische abbringen, das in sie von der göttlichen Weltenweisheit gelegt ist. Dieses Sinken in die Unternatur arimanischer Weltanschauung, sie bringt eine Entmoralisierung der Menschheit, weil die Menschheit dann aufgerufen ist, nur zu denken, die Welt als etwas Zufälliges, die Welt als ein Aufruf, jeder Mensch müsste doch den anderen bekämpfen und ein Versenken des Hasses in das Herz der Menschen, weil sie alles, was nicht sie sind, ja ablehnen müssen, weil sie zum bedingungslosen Egoismus werden, weil sie den Weltenzusammenhang nicht mehr erkennen, wenn sie alles nur mechanisch sehen. Und aus der GA 57 hören wir, ähnlich verhalten sich nun die Menschen zu Geist und Stoff. So wie in unserem Bilde das Eis aus dem Wasser sich verhärtet, so entsteht die Materie aus dem Ursprünglichen, aus dem Geist. Alles im Weltraum ist verdichteter Geist. Da sehen wir diese Gegenüberstellung.
zwischen dem, wie uns die Unternatur erklären will, die Materie, und wie sich die Materie aus einer Geistanschauung erklären lässt. Das ist auch in den Beschreibungen des Atoms, dass das Atom, ich zitiere hier Rudolf Steiner, der Plan der Erdenentwicklung war da unendlich vervielfältigt und unendlich verkleinert. Und wissen Sie, was das ist, was die Meister der Weisheit damals auf dem Monde, also auf der Verkörperung der Erde, auf dem alten Mond ausgearbeitet haben? Das sind die Atome der Erde. Es ist also im Entwicklungsgang, dass ja immer die Zukunft hineinentwickelt wird. Und so haben wir in den Atomen und Moleküle Kräfte, Wirkungen aus den geistigen Bereichen. Es wirken die Elementarkräfte aus den Elementarreichen, die ätherischen Kräfte und die Unternatur. Es ist ein Zusammenkommen. Atome sind anzusehen als ideelle Rauminhalte, als Kreuzungspunkt von Kräftelinien. Die Atome sind Kräfte, Resultate tetraedrisch. Und das Materielle muss sich ja durch spirituelle Entwicklung wieder in Geist auflösen. Wir müssen die Natur wieder das Moralische abbringen, das in sie von der göttlichen Weltenweisheit gelegt ist. Wir haben also in den Darstellungen Rudolf Steiners in den Beiträgen 122 können wir das finden, dass er dargestellt hat, diese tetraedrische Kräftewirkungen. So können wir ganz andere Gedanken hineinbringen in dem Denken über die Welt, dass wir nicht es haben, etwas Totes vor uns, sondern dass darin Kräfte wirken. Wenn wir unsere Gedanken hineinbringen und verstehen, was da hinunter will und was da hinauf will, dann können wir uns entscheiden, dass wir es hinauf bewegen wollen, wieder in die Übernatur. So wurden auch die Kräftewirkungen von Rudolf Steiner dargestellt, dass es etwas Wesenhaftes ist, dass etwas auslöst. Also es wirkt eine Kraft auf etwas Wesenhaftes und das wirkt dann auf die Natur, die physische Natur, die wir erleben. Es ist, Rudolf Steiner hat das genannt, eine wesenhaft Qualis wirkt. Eine Kraft wirkt auf eine Sache, dadurch entsteht zum Beispiel Wärme, die durch ein Wesenhaftes hervorgerufen wird. Und so können wir nun das, was mit Unternatur beschrieben ist, verstehen. Die Elektrizität aus den Fragebeantwortungen aus der GA 130. Was ist das Licht? Es zerfällt und das zerfallende Licht ist Elektrizität. Was wir als Elektrizität kennen, das ist Licht, das sich selber zerstört innerhalb der Materie. Das lässt uns auch verstehen, wohin die Menschheit geht, wenn wir weiter in die Unternatur versinken, weil wir diesen arimanischen Zielen folgen, dann zerstören wir uns als Menschheit selbst. Und ich zitiere weiter, wenn man den Chemismus, also den chemischen Äther, noch weiter hinunterstößt als unter den physischen Plan, in die schlechte, untere, devachanische Welt entsteht Magnetismus. Und wenn man das Licht ins Untermaterielle stößt, also um eine Stufe tiefer als die materielle Welt, entsteht Elektrizität. Das ist eine Beschreibung der Unternatur. Und Rudolf Steiner gibt eben in dieser Anmerkung den Hinweis, dass wir uns als Menschen ja entscheiden können, mit was wir uns beschäftigen. Es ist der Mensch eine ich-bewusste Wesenheit und unser Ich lernt daraus, in welchen Umgebungen wir uns befinden, wir leben. Wir können aufnehmen, das sagt hier in der GA 270 folgendes Rudolf Steiner, Gesetze, in denen das Ich erwächst. Wenn wir mit dem physischen Körper in den mineralischen Gesetzen leben, wenn wir im Ätherleib in der Gesetzmäßigkeit des ätherischen Leben mit Fortpflanzung, Wachstum, mit der Empfindungs- und Verstandesseele in Gesetzen der seelischen Welt und insofern ist das Geistige in sich aufnimmt, den Gesetzen des Geistes unterworfen. Wir leben mit unserem Ich in diesen Sphären und wenn wir unser Leben immer mehr ausrichten nach den Gesetzen der physischen Welt und der Unternatur, dann nimmt das Ich die Gesetzmäßigkeit in der Unternatur an.
Wenn wir diese Entscheidung treffen, dass wir uns mit der geistigen Welt beschäftigen, mit dem Seelenwelt, mit den Wirkungen des Seelischen, dann nehmen wir deren Gesetzmäßigkeit in unser Ich auf. Wir entwickeln unser Ich in diese Richtung. So ist es die Entscheidung des Menschen, mit was wir uns beschäftigen wollen. Es ist also das Denken des Menschen insofern eine Kommunion, indem er in seinem Denken hereinnimmt die Wahrheiten, Offenbarungen der geistigen Welt. Ich zitiere, das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen aus der GA1. Das ist also das, was dieser Hinweis ist, beschäftigen wir uns laufend mit der Unternatur, dann können wir nicht zu einer Wirklichkeit kommen, weil die Unternatur eine Lüge ist von der Welt, ein tiefer Sinken in die Sonderung von der geistigen Welt. Wenn wir unseren Gedanken erheben zu den Wahrheiten der geistigen Welt, dann beginnen wir eine Kommunion, mit der wir den Geist aufnehmen, indem wir beginnen, die Materie zu erlösen und nicht weiter in der Materie versinken. Und eine andere Möglichkeit ist die, dass wir als Mensch uns erheben zum Erleben des Mitmenschen als geistiges Wesen, dem Erwachen am geistig-seelischen Sein des Mitmenschen. Ich zitiere aus der GA 205, 57, mit dem Erwachen der Bewusstseinsseele ist diese Beziehung ein neues Element hereingetreten ins Menschenleben. Da muss es nämlich noch ein zweites Erwachen geben und dieses zweite Erwachen wird immer mehr und mehr als ein Bedürfnis der Menschheit auftreten. Das ist das Erwachen an Seele und Geist des anderen Menschen. Denken wir uns die Welt als Maschine, dann denken wir uns auch den Mitmenschen als Maschine. Wir können nicht an der Seele, an dem Geist, an dem befruchtenden Erleben der geistigen Impulse, die leben im Mitmenschen, uns erbauen, uns erleben als göttlich-geistiges, seelisches Wesen. Dann erleben wir uns nur als Maschine, wenn wir den Mitmenschen nur als Maschine wahrnehmen wollen. Dass Menschen an den anderen Menschen in einem höheren Grade werden erwachen wollen, als man erwachen kann an den bloßen, natürlichen Umgebung. Das ist das Hinwenden an die Übernatur, an die geistig-seelische Welt. Finden sich Menschen, die mit Idealismus in einer Menschengruppe zusammenleben, die sich, sei es durch Vorlesen, sei es durch etwas anderes, dasjenige gegenseitig mitteilen, was Inhalt der Anthroposophie, also der Wissenschaft von der geistigen Welt ist, dann ist ein anderes Verständnis da. Durch das gemeinsame Erleben des Übersinnlichen wird gerade am intensivsten an Menschen Seele erweckt. Das ist der Weg des Menschen, sich höher zu entwickeln, um auszugleichen diese Niederungen der Unternatur, auszugleichen durch das Erleben der Übernatur, durch seine Geistesforschung, durch seine geistige Entwicklung und das Erleben des seelisch-geistigen des Mitmenschen. Da steht die Menschheit heute und wir sind wirklich, wie man sagt, vor 99 Jahren gestanden vor dem Abgrund und nun sind wir einen Schritt weiter. Wir sind wirklich in einem Zustand, der eine Gefährdung für die ganze Menschheitsentwicklung ist. Und Rudolf Steiner hat dringend mit dieser letzten Anmerkung und diesen letzten Leitsätzen darauf hingewiesen, dass wir immer weiter versinken in die ariomanische Unternatur, wenn wir ihr lethargisch folgen. Oder wenn wir geistig erwachen in unserem Wollen, wieder geistige Wesen zu werden, in unserem Fühlen für das Sein des Mitmenschen und unserem Denken der Wahrheiten der geistigen Welt, dann beginnt Selbstverantwortlichkeit für die Entwicklung zurück zur Verbundenheit mit der geistigen Welt. Das ist also das, was diese Anmerkung darstellt, dass wir auf das mechanisch-materielle hinstarren in der heutigen Welt, in die Unternatur, alles göttlich-geistige abwesend, rein arimanisch beherrscht ist diese Sphäre, mit unserem Wahrnehmen der sinnlich-physischen Welt. Wir können uns aber erheben durch geistiges Erkenntnissuchen,
das mindestens gerade so weit hinaufsteigt zur außerirdischen Übernatur, durch unser Denken, durch unsere Verbundenheit mit der geistigen Welt. Das ist, dass die Menschengemeinschaft sich bildet, die auf Erden wirken kann, weil sie im Geiste verbunden ist. Von der Natur zur Unternatur. Man spricht davon, dass mit der Überwindung des philosophischen Zeitalters das Naturwissenschaftliche in der Mitte des 19. Jahrhunderts heraufgezogen ist. Und man spricht auch so, dass dieses naturwissenschaftliche Zeitalter heute noch andauert, indem zugleich viele betonen, man habe sich zu gewissen philosophischen Intentionen wieder zurückgefunden. Das alles entspricht den Erkenntniswegen, die die neuere Zeit eingeschlagen hat, nicht aber den Lebenswegen. Mit seinen Vorstellungen lebt der Mensch noch in der Natur, wenn er auch das mechanische Denken in die Naturauffassung hineinträgt. Mit seinem Willensleben aber lebt er in so weiten Umfange, in einer Mechanik des technischen Geschehens, dass dies dem naturwissenschaftlichen Zeitalter seit lange eine ganz neue Nuance gegeben hat. Will man das menschliche Leben verstehen, so muss man es zunächst von zwei Seiten her betrachten. Aus dem vorigen Erdenleben bringt sich der Mensch die Fähigkeit mit, das Kosmische aus dem Erdenumkreis und das im Erdenbereich Wirkende vorzustellen. Er nimmt durch die Sinne das auf der Erde wirksame Kosmische wahr und er denkt durch seine Denkorganisation das aus dem Erdenumkreis auf die Erde hereinwirkende Kosmische. So lebt er durch seinen physischen Leib im Wahrnehmen, durch seinen Ätherleib im Denken. Das, was in seinem astralischen Leib und in seinem Ich vor sich geht, waltet in verborgenen Regionen der Seele. Es waltet zum Beispiel im Schicksal, aber man muss es zunächst nicht in den komplizierten Schicksalszusammenhängen, sondern in den elementarischen, einfachen Lebensvorgängen aufsuchen. Der Mensch verbindet sich mit gewissen Erdenkräften, indem er seinen Organismus in diese Kräfte hinein orientiert. Er lernt aufrecht stehen und gehen. Er lernt mit seinen Armen und Händen sich in das Gleichgewicht der irdischen Kräfte hineinzustellen. Nun sind diese Kräfte keine solchen, die vom Kosmos hereinwirken, sondern die bloß irdisch sind. In Wirklichkeit ist nichts eine Abstraktion, das der Mensch erlebt. Er durchschaut nur nicht, woher das Erlebnis kommt. Und so bildet er aus Ideen über Wirklichkeiten Abstraktionen. Der Mensch redet von der mechanischen Gesetzmäßigkeit. Er glaubt, sie aus den Naturzusammenhängen heraus abstrahieren zu haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern alles, was der Mensch an rein mechanischen Gesetzen in der Seele erlebt, ist an seinem Orientierungsverhältnis zur Erdenwelt, an seinem Stehen, Gehen und so weiter innerlich erfahren. Damit aber kennzeichnet sich das Mechanische als das rein Irdische. Denn das Naturgesetzmäßige in Farbe, Ton und so weiter ist im Irdischen aus dem Kosmos zugeflossen. Erst im Erdenbereich wird auch dem Naturgesetzmäßigen das Mechanische eingepflanzt, wie ihm der Mensch mit seinem eigenen Erleben erst im Erdenbereich gegenübersteht. Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik in die Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unternatur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin von der Natur emanzipiert. Man sehe, wie der Orientale, wenn er nach dem Geiste strebt, herauszukommen sucht aus den Gleichgewichtszuständen, die bloß vom Irdischen kommen, er nimmt eine Meditationsstellung an, die ihn in das bloße kosmische Gleichgewicht hineinbringt. Die Erde wirkt dann nicht mehr auf die Orientierung seines Organismus.
Dies sei nicht zur Nachahmung, sondern nur zur Verdeutlichung des hier Vorgebrachten gesagt. Wer meine Schriften kennt, weiß, wie sich in dieser Richtung östliches und westliches Geistesleben unterscheidet. Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen für seine Bewusstseinsseelenentwicklung. Da kam denn in der neuesten Zeit die Tendenz zustande, überall auch im Tun das zu verwirklichen, in das sich der Mensch einleben muss. Er trifft, indem er sich in das bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische. Er muss sich mit seinem eigenen Wesen in das rechte Verhältnis zu diesem Ahrimanischen bringen. Aber es entzieht sich ihm in dem bisherigen Verlauf des technischen Zeitalters noch die Möglichkeit, auch gegenüber der ahrimanischen Kultur das rechte Verhältnis zu finden. Der Mensch muss die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unternatur muss als solche begriffen werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade so weit hinaufsteigt zur außerirdischen Übernatur, wie er in der Technik in die Unternatur heruntergestiegen ist. Das Zeitalter braucht eine über die Natur gehende Erkenntnis, weil es innerlich mit einem gefährlich wirkenden Lebensinhalt fertig werden muss, der unter die Natur heruntergesunken ist. Es soll hier natürlich nicht etwa davon gesprochen werden, dass man zu früheren Kulturzuständen wieder zurückkehren soll, sondern davon, dass der Mensch den Weg finde, die neuen Kulturverhältnisse in ein rechtes Verhältnis zu sich und zum Kosmos zu bringen. Heute fühlen noch die wenigsten, welche bedeutsamen geistigen Aufgaben sich da für den Menschen herausbilden. Die Elektrizität, die nach ihrer Entdeckung als die Seele des natürlichen Daseins gepriesen wurde. Sie muss erkannt werden, in ihrer Kraft von der Natur in die Unternatur hinab zu leiten. Es darf der Mensch nur nicht mitgleiten. In der Zeit, in der es eine von der eigentlichen Natur unabhängige Technik noch nicht gab, fand der Mensch den Geist in der Natur Anschauung. Die sich unabhängig machende Technik ließ den Menschen auf das mechanisch-materielle, als das für ihn nun wir wissenschaftlich Werdende hinstarren. In diesem ist nun alles göttlich-geistige, das mit dem Ursprüngen der Menschheitsentwicklung zusammenhängt, abwesend. Das reine Ahrimanische beherrscht diese Sphäre. In einer Geisteswissenschaft wird nun die andere Sphäre geschaffen, in der ein Ahrimanisches gar nicht vorhanden ist. Und gerade durch das erkennende Aufnehmen derjenigen Geistigkeit, zu der die ahrimanischen Mächte keinen Zutritt haben, wird der Mensch gestärkt, um in der Welt Ahriman gegenüber zu treten. Zum Abschluss ein Auszug aus dem Traumlied von Olaf Esteson, auf das ja Rudolf Steiner hingewiesen hat. Doch aus dem Süden kamen in hehrer Ruhe andere Scharen. Es ritt voran Sankt Michael an Jesu Christi Seite, in Broxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. Die Seelen, die Sündenbeladenen, sie mussten angstvoll zittern, die Tränen rannen in Strömen, als böser Taten folgen. In Broxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen. In Hoheit stand da Michael und wog die Menschen Seelen auf seiner Sünden Waage. Und richtend stand dabei der Weltenrichter Jesus Christ. In Broxwalin, wo Seelen dem Weltgerichte unterstehen.
Vielen herzlichen Dank.